Mein Name ist Roland Bechmann. Ich bin Vorstand und Partner im Büro Werner Sobeck. Wir haben die Tragwerksplanung für diesen Bahnhof Stuttgart 21 für den neuen unterirdischen Tiefbahnhof in Stuttgart geplant. Das Projekt, dafür hat man sich schon Ende der 90er Jahre entschieden. Und das Besondere ist wirklich, dass das derzeitige Gleisbett von Stuttgart zurückgebaut wird und eben ein ganz neues Schienensystem unterhalb der Erde entstehen wird. Das neue Schienensystem wird dann auch quer zu dem derzeit und auch weiterhin bestehenden Bonatz-Gebäude, also den historischen Bahnhofsgebäude, entstehen. Und die geometrische Besonderheit und Herausforderung ist natürlich, dass der neue Bahnhof einerseits unter den Straßen am Nord- und Südende abtauchen muss in der Fortführung und andererseits aber oberhalb des jetzigen bestehenden U-Bahn-Systems gebaut werden muss. Die gesamte Geometrie ist also gar nicht so groß, die Höhe, die zur Verfügung steht. Und gleichzeitig sind natürlich viele Anforderungen da. Deswegen hat schon im Wettbewerb Ende der 90er Jahre Christoph Ingenhofen mit Frei Otto zusammengearbeitet und eine sehr diesen Aufgaben gerecht werdende Schalenkonstruktion, also eine geometrisch anspruchsvolle Konstruktion entwickelt, die aber nicht nur in sich die geometrischen Fragen löst, sondern auch hinsichtlich des Materialverbrauches, hinsichtlich des Kraftflusses innerhalb der Konstruktion optimiert ist. Und das ist, was wir jetzt in den letzten Jahren als das sogenannte Schalendach intensiv bei uns im Büro beplant haben. Mein Name ist Angelika Schmid, ich bin Prokuristin im Büro Werner Sobeck und mache die Projektleitung für die Tragwerksplanung dieses Tiefbahnhofs in Stuttgart. Die über 400 Meter lange fugenlose Konstruktion des Tiefbahnhofs stellt eine große tragwerksplanerische Herausforderung dar. Um Zwangsbeanspruchungen infolge Kriechen, Schwinden und Temperaturlasten richtig erfassen zu können, wurden von uns mehrere finite Elementmodelle erstellt, die je nach Zweck unterschiedliche Bereiche verschieden detailliert abbilden. Diese Modelle sind Grundlage unserer statischen Berechnung und bilden für die Bemessung des Tragwerks neben den Zwangsbeanspruchungen ebenso Lasten wie Erdbeben und Erddruck realitätsnah ab. Im Bauphasenmodell wird zusätzlich die schrittweise Herstellung berücksichtigt. Aufgrund der großen Komplexität des Schalendachs machen wir die Planung vollständig in 3D. Für die Rohbauplanung wird daher ein 3D-Modell erzeugt, das die Geometrie anhand von Koordinaten eindeutig beschreibt, und zwar nicht nur die Rohbaugeometrie, wie man sie hier hinter mir sieht, sondern auch alle Schalhautfugen, die man ebenso sieht, und alle Einlegeteile. Aus diesem 3D-Modell wird dann ein Abbild erzeugt, das auf den Rohbauplänen dargestellt wird, und die Koordinaten werden der ausführenden Firma zur Verfügung gestellt. In der Summe ist das Schalendach sehr komplex, was auch zu einer komplexen Bewährung führt. Grund dafür sind die sich ständig ändernden Bauteildicken, ändernde Krümmungen, orthogonale und radiale Bewährungsbereiche, hohe Anforderungen an die Sichtbetonoberfläche und nicht zuletzt eine begrenzte Genauigkeit bei der Herstellung der Biegeformen. Also hier sehen wir jetzt die ersten zwei Kelche, die schon gebaut sind. Wir sehen eigentlich sehr schön die geschwungene Form, wie sie sich optimal den Lastverlauf, also den Kraftfluss von oben nach unten anpasst, wie sie dann in die Randwände des Bahnhofs, in die Trogwände übergeht. Und wir sehen aber gleichzeitig, dass diese Form zum Beispiel erlaubt, dass durch die Lichtaugen, die man hier erahnen kann, weil die jetzt noch abgedeckt sind, später kommt da eine Glasüberdeckung rein, das Licht später in den Bahnhof treffen wird und eben genau durch diese Kelche tief in das Bahnhofsinnere zurückreflektiert wird, sodass der Bahnhof, obwohl er unterirdisch gebaut wird, trotzdem sehr hell wird. Und das ist natürlich wirklich das Schöne an dieser Form, dass die all diese Randbedingungen vereint und zu einer wirklich einzigartigen Geometrie ausbaut. An diesen Schalelementen, die hier liegen, sieht man wunderbar die Komplexität des Schalendachs mit den vielen verschiedenen Krümmungen, die das Dach aufweist. Und zur Herstellung dieser Schalungselemente bzw. deren Planung wird auch unser 3D-Modell letztlich als Grundlage verwendet. Und unser Modell bildet eben die Geometrie vollständig ab, auch über Koordinaten, und helfen so eben auch bei der Schalungsplanung. Und letztendlich entstehen dabei diese Elemente, die hier hinter uns liegen, aus Holz in 3D gefräst und Kunststoff beschichtet. Und so kommt es nachher zu dieser wunderschönen Oberfläche des Sichtbetons.
Also für uns, für mich, für das ganze Team, aber natürlich auch für alle, die daran beteiligt sind, ist es wirklich toll, jetzt nach sehr, sehr vielen Jahren harter Arbeit, nach all dieser geistigen Auseinandersetzung mit dem Thema, jetzt wirklich die Realisierung auf der Baustelle zu sehen und dann auch in einer Form, die wirklich einzigartig ist, die wirklich Neuland ist. Das ist schon was sehr Bewegendes, was uns alle freut, wo wir auch wirklich auch stolz drauf sind. Und man kann auch sagen, das funktioniert wirklich nur mit einer hervorragenden Teamarbeit, mit einer Baufirma, die gewillt ist und bereit ist, sowas dann auch herzustellen. Und das ist schon was wirklich ganz Besonderes, was hier entsteht, was, denke ich, die Anforderungen an Projekte dieser Art wirklich nach oben heben wird.